Der Geschäftsführer vom Great Place to Work Institut, Andreas Schubert, erläutert uns, was einen guten Arbeitgeber auszeichnet, speziell in der IT-Branche. Herr Schubert, was zeichnet einen guten Arbeitgeber aus? Um das zu beantworten, muss man im Wesentlichen die Beschäftigten fragen. Wie sehen Sie ein attraktives Unternehmen? Und im Rahmen der Great Place to Work Forschung sind viele solche Interviews mit Beschäftigten realisiert worden, wo herausgearbeitet worden ist, was macht die besondere Qualität in Unternehmen aus, wo Menschen sich in besonderem Maße für ihren Arbeitgeber einsetzen und identifizieren. Und es sind tatsächlich auf eine kurze Formel gebracht drei besondere Qualitäten. Die erste wichtige Qualität ist Vertrauen als ein ganz wichtiger Indikator einer guten Unternehmenskultur. Ein zweiter wichtiger Indikator auch bezogen auf die Unternehmenskultur ist Stolz. Stolz auf das, was man als Mitarbeiter im Unternehmen einbringt, stolz, was das Unternehmen voranbringt, stolz, was das Team gemeinsam leistet. Und die dritte Qualität ist die Zusammenarbeit, die Spaß miteinander, die Kollegialität in dem Unternehmen. Und um das in eine Formel zu bringen, kann man sagen, ein attraktives Unternehmen ist ein solches, wo ich als Mitarbeiter den vertraue, für den ich tätig bin, stolz auf das ist, was man gemeinsam leistet und Freude an der Zusammenarbeit mit den Kollegen hat. Kurz nachgefragt, und wie messen Sie sowas? Wir als Great Place to Work schauen mit zwei Brillen auf die Unternehmen. Die wichtige Brille ist die Sicht der Beschäftigten. Wie nehmen sie die Arbeitsplatzkultur und die Arbeitsplatzattraktivität wahr? Im Sinne einer Mitarbeiterbefragung, einer anonymen freiwilligen Befragung, die in den Unternehmen realisiert wird. Und die zweite wichtige Brille ist die Sicht auf die Maßnahmen. Mit welchen Instrumenten steuern und entwickeln Unternehmen nachhaltig eine attraktive Arbeitsplatzkultur? Und diese beiden Instrumente werden zusammengeführt und nutzen den Unternehmen als ein wichtiges Steuerungs- und Feedback-Instrument, um sich weiterzuentwickeln. Apropos Nutzen, warum sollte ein Unternehmen teilnehmen? Was bringt es einem Arbeitgeber, wenn er an diesem Wettbewerb, wenn er dabei ist? Ja, also tatsächlich ist Great Place to Work zweierlei. Es ist der Wettbewerb, also die Möglichkeit als Unternehmen, wenn es schon sehr gut aufgestellt ist und im Vergleich andere Unternehmen seiner Branche oder seiner Region als attraktiver Arbeitgeber sichtbar zu werden. Das ist ein sehr wichtiges Instrument, diesen Stolz erstmal nach innen zu tragen, aber auch nach außen zu kommunizieren im Sinne des Employer Branding. Und ein zweiter wichtiger Aspekt ist, sich zu entwickeln, zu sehen, wo gibt es Handlungsimpulse, wo gibt es Erfahrungen auch aus anderen Unternehmen, die man nutzbar machen kann, um an dem Thema zu arbeiten. Und dafür helfen auch insbesondere der Austausch mit anderen Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, um zu verstehen, warum es dort greift und was man aus den Konzepten mitnehmen kann in seine eigene unternehmerische Praxis. Und wenn man konkret mitmachen will, jetzt sofort, was muss man tun? Einen kurzen Blick auf die Seite greatplacetowork.de zeigt, in welchen Benchmarks sich Unternehmen einordnen können. Wir haben hier heute die beste Arbeitgeber in der Informations- und Kommunikationstechnologie. Diese Unternehmen können ab 10 Beschäftigten, aus welchem Hintergrund auch, an der Benchmark- und Wettbewerbsuntersuchung teilnehmen. Nicht alle müssen den Anspruch haben, schon zu den Besten gehören. Diese Untersuchung ist auch geeignet, um Feedback zu bekommen, wenn man am Anfang steht und wenn man von diesen belastbaren Benchmarks profitieren möchte. Das sind aber im Wesentlichen Voraussetzungen. Man muss 10 Beschäftigte haben in der Informations- und Telekommunikationsbranche. Oder was auch neu ist in diesem Jahr, es können auch Fachabteilungen, IT-Fachabteilungen großer Unternehmen und Konzerne, die mindestens 50 Beschäftigten haben, sich diesem Wettbewerb stellen. Vielen Dank, Herr Schubert.